Und wenn die dann gepresst ist und etwas trockener, dann ist die stabil. Ja? Genau wie diese Maschinen, das man kaufen kann, gell? Für die Handroll, für Zigaretten. Ja, genau. Ja, das gleiche System eigentlich, ja. Schön. Auch Sushi machen wir das. Man könnte auch Sushi machen mit das. Könnte man auch, ja. Bisschen kleines Sushi. Aber ja, vielleicht eine ganz neue. Ah, das wird gepresst dann. Weißt du, wenn du dann am anderen Tag beschneidet man dann die, weißt du, und dann tut man die einfach um ein Viertel. Erst war sie so, so drin, ja, und dann entsteht da so ein. Weißt du, durch das Pressen so ein Rand, und dann wird sie ein Viertel gedreht, dann wird das Blatt gepresst. Ja? Ah, okay. Und jetzt ist sie, weißt du, jetzt ist sie stabil. Aha. Also jetzt kann man sie dann gut fertig machen ins Deckblatt. Und von wo sind diese alten Formen? Dann sind die von die Formen, die wir jetzt verwenden? Rothandle, oder? Nee, haben wir Rothändler, haben wir gar keine. Die sind quasi von der Firma, die Firma hier, die Firma Lehmann, die gab es früher in Seelbach. Aha. Und es waren zwei alte Leute, also ein Ehepaar, die haben das gemacht bis 2014. Und der Herr Lehmann ist jetzt letztes Jahr mit 86 Jahren gestorben, ja. Und der Herr Grüb, der war da immer mal und der hat es ihm dann einfach abgekauft und hat Leute gesucht, die sich dafür interessieren. Okay. Ja, das ist gut, das ist nicht alles auf dem Müll gelandet, gell? Ja, du willst, oder weißt, ein halbes Jahr später ist es vergessen, ja? Ja, ja. Gut. Aber wir haben dann ein paar Sachen verändert, weil wir wollten, der Herr Lehmann, die haben einfach so eine Tabakmischung gehabt aus Bremen, ja? Und wir wollten einfach was anderes machen mit der Firma, also so dieser Heimatbezug oder das Regionale. Das heißt, der Tabak, den wir verarbeiten, der wächst hier in Altenheim und in Dundenheim und wir verwenden nur eine Sorte Tabak, also drei Blätter von der Tabakpflanze, weil es braucht die drei unterschiedlichen Qualitäten, dass die Zigarre auch sich richtig verhält, dass sie richtig brennt. Und weil vorher der Tabak, den die, da wusste man nicht, was ist da wirklich drin, ja. Okay. Und das ist der Humidor dann? Das ist eigentlich ein Trockenschrank, wenn die dann eingewickelt werden ins Deckblatt, dann sind die relativ feucht und dann werden die hier reingelegt zum Trocknen oder man kann auch einen Humidor draus machen, ja, okay. Also beides. Okay. Wenn man unten hier Wasser befüllt, so dann durch ein Luftzugsystem dampft, geht dann ja die Feuchtigkeit. Aber wir verwenden den nur als Schmuckstück. Ah, okay. Weil wir lassen die Zigarren liegen draußen abends, dann trocknen die bis zum anderen Morgen. Und dann kommen sie in den Keller, weil hier ist so ein Sandsteinkeller und da ist immer 70% Luftfeuchtigkeit. Ah, okay. Das ist optimal. Also ja. Humidor ohne Strom. Ja. Der Whisky, der kommt von Oberkirch, von der Brennerei Hüllberg. Der ist speziell für, deswegen ist unser Etikett drauf. Ah, okay. Er ist speziell für unsere Zigarre gemacht. Okay. Also der Whisky und die Zigarre ist ein Gedicht.